Hier seid ihr richtig bei eurer Nummer 1 für China Smartphones und heute haben wir vom CECT Shop das Vivo Y7S für euch zum Unboxing und Hands-on am Start. Ein 6,38 Zoll großes Smartphone, angetrieben durch den MediaTek Helio P65, verfügbar in Blau und Hellblau mit 6 plus 128 GB. Ja, und was hier so in der Box mit im Lieferumfang dabei ist und ein Hands-on wie immer nach dem Intro. Da sind wir wieder und wir lüften das Geheimnis. Vivo hier aufgedruckt nochmal. Ja, was kommt zum Vorschein? Einmal eine Kontrollliste von uns für euch. Wir testen also alle Geräte, die aus Shenzhen direkt an euch versandt werden, vor dem Versand persönlich an euch. Wir haben eine Garantiekarte in Chinesisch und dann natürlich auch noch eine Schnellstartanleitung. Und wir sehen dann hier schon, ja, es handelt sich um ein Triple Card Smartphone. Also wir haben tatsächlich ein echtes Dual-SIM-Handy, Platz für zwei Nano und eine zusätzliche Micro-SD-Speicherkarte. Der interne Speicher kann also zusätzlich um 256 GB erweitert werden. SAR-Wert kleiner gleich 2 Watt pro Kilogramm. Und ja, eine Schutzhülle hier mit dabei, transparent. Triple Cam, also die Öffnungen natürlich mit am Start, sowie hier unten. Alles mit dabei, dann auch schon hier zu erkennen, In-Screen Fingerabdrucksensor, ja, also wir haben einen im Display integrierten Fingerabdrucksensor und hier das Gerät in meinen Händen in der Farbe Hellblau, bisschen Gradient das Ganze, also mit Farbverlauf, sieht sehr schmuck aus. Das Vivo Y7S. Lasst uns auch gleich mal das Ganze booten hier. Wir haben ab Werk schon eine Display-Schutzfolie mit aufgeklebt. Des Weiteren kommt hier noch natürlich ein USB-Ladeadapter zum Vorschein. 18 Watt, 5 Volt bzw. 9 Volt und 2 Ampere. Und dann natürlich auch immer der Hinweis, wir legen ja natürlich hier je nach Empfängerland einen passenden Adapter bei, damit ihr das Gerät dann auch zu Hause mit dem Original-Ladeadapter ohne Problem laden könnt. Geladen wird das Ganze dann hier per Micro-USB, Daten- und Ladekabel. Und dann widmen wir uns hier gleich mal dem Smartphone selbst. Funtouch OS, das Ganze basierend auf Android 9. Ja, in Kürze soll ja tatsächlich, beziehungsweise auf den K20 Pro Geräten aus China und Indien, soll ja schon Android 10 zum Einsatz kommen. Und auch bei den Google Pixel Geräten sowie den OnePlus 7 Serie Smartphones. Zurück zum Y7S, Shortcut Center hier über die Gesten unten links erreichbar, also kein Drag and Drop Menü von oben. Könnt dann hier das Shortcut Center auch ein bisschen anpassen. Ihr seht dann auch bei den Vivo Geräten schon ab Werk Deutsch als Betriebssystemsprache mit vorinstalliert. Google Play Store läuft hier auch auf den Y7S bzw. allgemein den Vivo Geräten. Dann schauen wir auch mal in die Einstellungen natürlich. WLAN, Dualband, Wi-Fi, ABGNAC mit 2,4 und 5 GHz. Persönlicher Hotspot kann hier eingerichtet werden. Wir haben Bluetooth 5.0 an Bord, Statusleiste und Benachrichtigung. Also hier handelt es sich hier oben um diese Statusleiste. Systemnavigation auch einfach erklärt und zum Ausprobieren bereit. Ihr könnt hier also eben über die Gesten normal, mittlerweile normal, das Gerät
navigieren oder dann eben diese On-Screen-Tasten aktivieren. Ich zeige es euch gerne mal. Und dann habt ihr hier zurück Home und Menü am Start. Könnt das Ganze dann auch spiegeln, je nach persönlichen Geschmack. Und auch Symbolmuster können ausgewählt werden zwischen drei verschiedenen. Jovi, dieser Button hier, also AI-Button, das Ganze dann immer allerdings nur auf Chinesisch. Wir haben dann auf der rechten Seite hier den Ein- und Ausschalteknopf. Wir haben Plus-Minus-Lautstärke-Wippe. Wir haben auf der Oberseite keine weiteren Anschlüsse. Und hier links dann eben den SIM-Karten-Slot. Und ja, wo war denn hier das SIM-Tool? Das seht ihr, ganz vergessen zu zeigen. Holen wir das mal raus, damit wir auch direkt diesen Triple Card SIM Slot nochmal in Natura begutachten können. So, da ist das Ding. Also Platz für zwei Nano-SIM-Karten und eine Micro-SD-Speicherkarte bis zu 256 GB könnt ihr hier reinpacken und dann eben an der Unterseite Klinkenbuchsen für die Kopfhörer, Mikrofon, Micro-USB und die Öffnungen für den Lautsprecher. Das Ganze hier auch nicht wirklich abgerundet, ist kein Curved 3D-Gehäuse. Aber auch sehr schön anzusehen. Leicht ist es, 179 Gramm. Wir haben Abmessungen von 159,53 mal 75,23 bei einer Dicke von 8,13 mm. Ihr seht dann hier auch diese drei Kamerasensoren auf der Rückseite. Die stehen hier nicht raus. Da hatten wir schon andere Geräte vor uns liegen, wo die Kameras deutlich weiter aus dem Gehäuse geragt haben. Wir haben dann einen 16 Megapixel Hauptsensor, F Blendenzahl 1,78, 8 Megapixel Weitwinkel Objektiv und ein 2 Megapixel Tiefenschärfe Sensor an Bord des Vivo Y7S, also eine AI Triple Kamera. Vorderseitig in der Notch, in der Wassertropfenkerbe, unter dem Telefonhörer hier ein 16 Megapixel Kamerasensor mit Blendenzahl 2.0. Ultra Game Mode auch mit an Bord. Bitte nicht stören. Do not disturb. Die Klingeltöne. Anzeige und Helligkeit, also entweder adaptive Helligkeit. Augenschutzmodus, der Dunkelmodus. Ihr habt hier Schriftarten und die Schriftgröße, die eingestellt werden kann. Bildschirmfarben können ebenfalls verändert werden. Sperrbildschirm, Startbildschirm, immer an Display. Themen vielleicht auch mal, wahrscheinlich dann ja mit Benutzerberechtigung erforderlich. Funtouch OS, OTA Updates bekommt ihr hier also bereitgestellt zum Updaten, zum Upgraden. Fingerabdruck und Gesichtserkennung sind die beiden Möglichkeiten, natürlich auch mit PIN oder Entsperrmuster, um das Y7S hier zu entsperren bzw. vor fremdem Zugriff zu schützen. Akku 4500 mAh Kapazität. Ja, Standort, also GPS, AGPS, GLONASS und Beidou werden hier unterstützt. RAM und ROM 6 plus 128 GB über das Telefon Y7S
Modellnummer V1913A, Android 9. Der Octa-Core Helio P65 von MediaTek mit 2 GHz, Funtouch OS. Wir haben hier auch noch das Control Center. Also hier auch nochmal die gleiche Möglichkeit, selbiges anzupassen. Easy Touch, Erinnerung per Blinklicht, wenn selbiges aktiviert ist, blinkt eben das LED-Blitzlicht hier auf der Rückseite auf. Sprachen, auch ganz wichtig natürlich, neben Deutsch auch Spanisch, Filipino, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Arabisch, Japanisch und einige mehr. Kontensynchronisierung, also hier könnt ihr eure Konten hinzufügen. System-Apps, das intelligente Bewegen, entweder entspannen per Geste, intelligentes Erinnern. Hier auch mal drauf getippt, seht ihr dann eben eine Animation und einen kurzen Informationstext. Also sollte alles leicht verständlich sein. Wenn nicht, auch kein Problem. Einfach eine E-Mail an unseren deutschsprachigen Kundensupport. Wir freuen uns, von euch zu hören und helfen euch jederzeit gerne weiter. Smart Multiscreen, könnt also dann natürlich den Bildschirm aufteilen, um zwei Apps gleichzeitig nutzen zu können. Einhändiger Modus, selbsterklärend. Esserfassung für den Screenshot mit drei Fingern hier. App Clone, ja, und das intelligente Klicken. Also hier eben die Leiser-Taste gedrückt halten, um bestimmte Funktionen zu aktivieren. Ihr könnt dann hier zum Beispiel auch eine gewisse App auswählen, die aktiviert werden soll, wenn hier die Leiser-Taste länger gedrückt wird. Hier in dem Fall eben geht das LED an und geht auch wieder aus. So, last but not least, wie immer, der Blick hier in die Kamera Triple Cam. Hier mal reingezoomt, 10-facher Zoom. Autofokus natürlich rausgezoomt. Für die Weitwinkelkamera hier auf Wide geklickt. Boom. Und schon habt ihr hier deutlich mehr auf dem Schirm als normal. Bokeh-Effekt hier, also die Tiefenschärfe, verschiedene Filter anwendbar mit KI, also der künstlichen Intelligenz. Hier oben dann HDR, der Blitz, Schönheit, Porträt, das Einstellungsmenü, auch einstellbar, ob die Bilder und Videos hier direkt auf dem Telefonspeicher oder der SD-Karte abgespeichert werden sollen. Vollbild. Videos 1080p und bei der Frontcam auch Videos 1080p und Fotos machen. Ebenfalls dann die Möglichkeit, zum Beispiel den Speicherort zu wählen. Allerdings dann keine Auflösung einstellbar. Ah, hier auch mit Autofokus, AI-Gesichtsschönheit, Panorama, professionell. Also hier die ganzen Einstellungsmöglichkeiten beim Vivo Y7S. Wie gesagt, selbiges, also ab sofort hier bei uns im CECT-Shop verfügbar und bereit zu bestellen in der Farbe Blau und Hellblau, wie hier zu sehen. 6 plus 128 GB Helio P65, ja, Super AMOLED Display, 6,53 Zoll Bildschirmdiagonale, Full HD Plus natürlich. Und bei weiteren Fragen, wie immer, einfach einen Kommentar hinterlassen. Oder einfach mal den Link in der Videobeschreibung klicken, in die Artikelbeschreibung zu uns in den Online-Shop. Ja,
Und wir sagen an dieser Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu liken und den YouTube-Kanal von uns zu abonnieren für die tägliche Dosis an China-Android-Smartphones. Ja, vielen Dank, sagt euer CECT-Shop-Team.